Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Heute geht es um Triggerboxen, die unheimlich wichtig sind in Spielen und Anbindungen. Eine Triggerbox ist sozusagen ein Bereich, sobald man ihn betretet bzw. kollidiert, wird ein Node, ein Programm getriggert. Also das heißt, eine Programmsequenz fängt an. Das zeige ich euch mal im praktischen Beispiel. Hier sind wir im Third-Person-Template in der Unreal Engine 5. Und wir wollen Folgendes: Sobald unser Charakter durch eine Triggerbox läuft, wird ein quasi Nachrichtenfeld oben links, ein String ausgegeben. Wie machen wir das? Wir haben hier ein Place-Actor-Panel. Wenn ihr den nicht seht, dann müsst ihr hier oben auf Windows und Place Actors ein Häkchen setzen. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt geben wir hier einen Trigger. Ja. Jetzt gibt es diverse Formen von Triggerboxen. Hier ist es, haben wir zum Beispiel Trigger Box, Trigger Capsule, Trigger Sphere, Trigger Volume. Also Trigger Sphere sagt schon der Name, das ist eine Kugel. Trigger Capsule ist quasi ein zylinderförmiger Triggerbereich und Triggerbox ist eine Box, ja, wie der Name auch schon sagt. So, jetzt drückt ihr die linke Maustaste und zieht diese Box in die neue Level rein, ne, Viewport. So, jetzt könnt ihr die Triggerbox, die Größe des, vom Triggerbox ändern, indem ihr hier oben auf Select and Scale Objects geht, mit dem Kürzel R, ja. Und dann habt ihr hier so und dann könnt ihr jeden nach welcher Achse euch belieben ist ziehen. Ja? Und dann könnt ihr hier nochmal Select and Translate und das nach oben verschieben. So, jetzt haben wir hier eine Box. Sobald unser Charakter durchläuft, wird eine Programmsequenz getriggert. So, wie machen wir das? Wir machen das lieber wieder mit dem Level Blueprint. Ihr macht Folgendes: Ihr klickt einmal hier auf die Triggerbox. Wenn sie orange aufleuchtet, heißt es, dass sie selektiert ist. Dann klickt ihr hier oben hin und Open Level Blueprint. So, jetzt sind wir im Level Blueprint, ja, und jetzt können wir auch direkt auf diese Triggerbox zugreifen. Wie? Indem ihr die rechte Maustaste gedrückt halt. Hier muss Context Sensitive aktiviert sein und dann hier nochmal klickt, Kollision, Add on Actor, Begin Overlap. Ja, ja, jetzt ist diese Trigger wird quasi losgelöst. Alles, was dahinter kommt an Programmteilen, das wird durch diesen Trigger ausgelöst. So, jetzt machen wir mal Folgendes: Wir ziehen hier raus und schreiben print string und geben hier ein: Ich laufe durch eine unsichtbare Box. So, jetzt drückt ihr auf Compile, Save. Geht nochmal auf Level. So, jetzt seht ihr ja die Triggerbox, aber im Spiel wird ihr sie nicht sehen. Und dann geht ihr auf Play. Ja? Und sobald ich hier durch diese unsichtbare Box quasi laufe, wird da oben links diese Sequenz getriggert. Genau, jetzt drücken wir mal Escape. So, das ist eine Triggerbox. Ihr könnt natürlich diese Triggerbox erweitern auf allen möglichen Funktionen. Ihr könnt zum Beispiel, sobald eine Person durchläuft, eine Filmsequenz starten oder eine Explosion passiert oder eine Zwischensequenz startet. Ja, eure Fantasien sind keine Grenzen gesetzt. Ja? So. Das war's von mir für heute und vielen Dank nochmal, wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare und bis dahin, tschüss!